Der Forest Escape, um zu Zoras Fluss zu kommen aus dem Kokiri-Wald. Der funktioniert von hier. Ihr braucht dafür ein Schwert oder einen Deko-Stab. Und am einfachsten ist die Variante links Kopf mit der Texturkante, da wo mein B-Knopf ungefähr ist jetzt, mit dieser Texturkante in eine Linie zu bringen und dann zu fokussieren. Dann stimmt der Winkel. Ich mache das mal von hier. Weil die Kamerawinkel, mit der Link hier reinläuft, ist ungefähr immer derselbe. So, jetzt bin ich in einer Linie mit dieser Texturkante. Jetzt müsst ihr rüber zu der Kante, einen Side-Hop machen und direkt danach eine Rolle. Schwertschlag, Backflip. Und jetzt macht ihr einen Seitwärtssprung und bei einem spezifischen Frame müsst ihr eine Sprungattacke machen. Einfacher als wenn man das erstmal pausbar macht. Zwar hier noch ein Frame. Das Frame. Das erkennt ihr daran, dass Links Schwert jetzt fast den kompletten Bereich von diesem Stein einnimmt im Hintergrund. Jetzt im Pause-Lag drückt ihr dann die Sprungattacke. Und schon seid ihr in der Kante drin. Und jetzt könnt ihr in die Loading Zone schwimmen. Irgendwann funktioniert es dann, ich hoffe, ich schaffe es auf Anhieb, ohne Pause Buffering. Moment. So. Wenn ihr dann das Frame irgendwann im Kopf habt und mit Muscle Memory die Controller-Einstellung. Dann könnt ihr es auch ohne Pause-Buffering machen. Jo. Wie das dann aussieht, ist ungefähr so.